Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, alter Wein in neuen Schläuchen. So lässt sich Ihr Antrag kurz und knapp zusammenfassen. Mit diesem Satz hat meine Kollegin, Frau Dworek-Danielowski, im April 2019 ihre Rede begonnen, als ebenfalls die SPD-Forderung Wahlalter auf 16 absenken im Plenum debattiert wurde. Damals handelte es sich wenigstens noch um einen Gesetzentwurf. Heute legen Sie nur einen knapp anderthalb Seiten kurzen Antrag vor. Alter Wein also in einem alten Schlauch. Was hat die ehemalige Volkspartei SPD dazu bewogen, ihre alte Forderung erneut einzubringen? Ein Twitter-Beitrag von Herrn Minister Dr. Stamp, in welchem er sich positiv über ein Wahlrecht ab 16 äußert, ist die gesamte Grundlage für den neuerlichen Antrag. Die SPD-Argumente für ein Wählen ab 16 werden allerdings auch durch den Twitter-Text eines FDP-Ministers nicht stichhaltiger. Das Wahlrecht und politisches Interesse nicht Hand in Hand gehen, wie in dem SPD-Antrag behauptet, beweist die Wahlbeteiligung. Das Alter für die Wahlberechtigung und für die Wählbarkeit bei Bundestagswahlen ist seit 1949 in mehreren Schritten herabgesetzt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei der Bundestagswahl 1953 bei 56%, bei der Bundestagswahl 1957 bei 87%. Und das Wahlalter, das lag damals bei 21 Jahren, für das passive Wahlrecht bei 25 Jahren. Bei der Bundestagswahl 2017, bei der ab 18 abgestimmt werden konnte, lag die Wahlbeteiligung hingegen nur bei 76%. 2013, 2009 dann nur noch bei knapp 70%. Interesse für Politik wecken Sie nicht damit, dass immer jüngere Menschen wählen können. Bei der Kommunalwahl in Mannheim durften bereits 16- bis 18-Jährige wählen. Die Wahlbeteiligung bei dieser Altersgruppe war sage und schreibe 1%. Dass ein gesenktes Wahlalter das Interesse an Politik weckt, ist eine infantile Sichtweise. 2004 war die letzte Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen mit einem Wahlalter ab 18. Und es war das letzte Mal, dass eine Wahlbeteiligung von über 54% erreicht wurde. Interesse an der Politik kann und muss über die Schule und das Elternhaus geweckt werden. Warum tritt die SPD so vehement für das Wählen ab 16 ein? Die Wahrheit ist, immer weniger Deutsche ab 18 wählen die SPD. Bei der letzten Bundestagswahl waren es gerade noch mal 20%. Also versucht die SPD offensichtlich, Minderjährigen und Ausländern die Wahl zu ermöglichen, um so neue Wählerstimmen für sich und den Lieblingspartner, Koalitionspartner, die Grünen, zu generieren. Noch im März 2017 strebte die SPD im Landtag Nordrhein-Westfalen eine Änderung der Landesverfassung an, damit auch Nicht-EU-Länder, Ausländer bei der Kommunalwahl mitwählen können. Zum Glück fand dieser Vorschlag nicht die notwendige Mehrheit. Wir hätten jetzt sonst möglicherweise die türkische AKP von Herrn Präsident Erdogan in zahlreichen NRW-Rathäusern sitzen. Scheint ein Treffer zu sein. Das Wahlrecht an die Volljährigkeit, die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit und die Staatsangehörigkeit zu binden, ist eine sinnvolle und gut zu begründende Regel. Wenn das Wahlrecht mit 16 kommt, könnte genauso gut ein Jahr später die Forderung nach einem Wahlrecht ab 12 kommen. Da bereits das Wahlrecht ab 16 nur formal zu begründen ist, nicht formal zu begründen, sondern nur rein emotional. Dies zeigt sich auch am Schluss des SPD-Antrages. Dort werden als Beispiel für das politische Interesse junger Menschen die einige tausend Demonstranten bei Klimademos am 25. September 2020 aufgeführt. Bei anderen Großdemonstrationen, an denen ebenfalls zahlreiche junge Menschen teilnahmen, waren die Demonstranten für die SPD-Vorsitzende Saskia Esken noch Covid-Idioten. Ich kann Ihnen hier nur den Artikel vom 6.10. in der Neuen Zürcher Zeitung »Gute Gründe gegen das Stimmrechtsalter 16« empfehlen. In einer Anhörung zum SPD-Gesetzentwurf kamen auch junge Menschen zu Wort, welche sehr ausgewogen begründeten, warum ein Wahlalter ab 16 nicht sinnvoll ist. Ich zitiere aus der Stellungnahme der Jungen Alternative.
Die Übereinstimmungen zwischen aktivem und passivem Wahlrecht sowie zwischen Wahlrecht und Volljährigkeit sind zwar nicht notwendige Bedingungen, jedoch hinreichend plausibel. Ein gewählter Politiker sollte sich stets als Vertreter der Gesamtheit des Staatsvolkes sehen, nicht nur als Vertreter von Partikularinteressen. Dies impliziert, dass gute Politiker immer auch das Wohl der Jugend im Sinn haben sollten. Diesen durchdachten Worten kann ich mich nur vollumfänglich anschließen und den Antrag lehnen wir ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Strotebeck.